Fläche zwischen Funktionsgraphen reloaded. Wir haben hier die Funktion f von x gleich minus x plus 6 und die Funktion g von x gleich x Quadrat minus 6x plus 10. Zwischen diesen beiden Funktionen wird eine Fläche eingeschlossen. Und darauf vertrauen wir jetzt mal. Ja, das ist ja meistens die Aufgabenstellung, dass gesagt wird, die schließen eine Fläche ein und dann sollen wir die jetzt ausrechnen. Dafür können wir diesen folgenden Dreischritt, beziehungsweise eigentlich ist es nur ein Zweischritt, benutzen. Und zwar erstmal stellen wir die Differenzfunktion auf. Das heißt, wir rechnen aus eigentlich f von x minus g von x, wobei ich jetzt hier gleich auch nochmal zeigen will, dass g von x minus f von x zu exakt dem gleichen Ergebnis führen wird. Dann nehmen wir diese Differenzfunktion, die entstanden ist, und hacken sie ins Integral rein. Mit den Nullstellen, siehst du, ist doch ein Dreischritt. Das heißt, hier kommen ja noch Grenzen ran, ne? Das heißt, an dieser Stelle und an dieser Stelle haben wir die untere und die obere Grenze. Da können wir sagen, Grenzen gleich Null Stellen von der Differenzfunktion. Und die Differenzfunktion ist h von x ist gleich g von x minus f von x. Also die Nullstellen von h von x sind die Grenzen. Das ist im zweiten Schritt eigentlich auch noch mit drin. Und drittens habe ich hier hingeschrieben, immer an die Betragsstriche denken. Beziehungsweise soll man natürlich nicht immer dran denken, sondern soll ja natürlich auch an was anderes denken. Aber nämlich an das, was man rechnet und dass man sich konzentrieren will und so weiter. Allerdings klar, dass die Betragsstriche hier nachher für ein richtiges Ergebnis mit ausschlaggebend sind. So, jetzt habe ich gesagt, erstens Differenzfunktion aufstellen. Ich habe gesagt, f von x minus g von x liefert eigentlich fast das, also ein gleichwertiges Ergebnis, natürlich nicht das exakt gleiche Ergebnis wie das andere. Also wenn ich h von x bestimme auf der linken Seite, werde ich das jetzt mal machen, gleich f von x minus g von x, ups, dann werde ich hier auf dieser Seite machen, h von x ist gleich g von x minus f von x. Ja, wir machen ein bisschen parallel rechnen. Hier steht also minus x plus 6 minus, in Klammern, weil sich das Minus natürlich auf den gesamten Funktionsterm, der ja hier aus mehreren Teiltermen besteht, plus 10. Und hier drüben schreiben wir, ich mache mal hier so einen Strich runter, damit man weiß, das hier gehört zur linken Seite, das hier gehört zur rechten Seite. Hier steht x Quadrat minus 6x plus 10 minus in Klammern minus x plus 6. Okay, hier steht also minus x plus 6 und das Minus dreht jetzt alle Vorzeichen in der Klammer um. Das heißt, hier steht plus x Quadrat, das heißt, da muss hinterher minus x Quadrat stehen. Hier steht stand minus 6x, also muss hier plus 6x stehen und hier stand plus 10, also muss hier minus 10 stehen. Gleiches Spiel hier. Hier steht ein Minus, da steht ein Minus. Die Klammer geht weg. Das heißt, hier geht das Plus. Die beiden Minusse vereinigen sozusagen sich zu einem Plus. Und das Plus hier wird zu einem Minus, damit ich das hier nicht ewig viele Zeilen schreiben muss. Das soll natürlich jetzt hier auch nicht das Hauptthema dieses Videos sein. Also h von x auf der linken Seite und h von x auf der rechten Seite. Ja, ich bin ein bisschen hier links-rechts gestört gerade. Das hier ist natürlich die rechte und das ist die linke Seite. Egal, wir ordnen den ganzen Klumpatsch nach den Potenzen oder nach den Exponenten. Also erst x Quadrat. Dann checken wir, 6x minus x ist plus 5x und minus 10 plus 6 ist minus 4. Und hier drüben haben wir x Quadrat. Minus 6x plus x ist minus 5x und plus 10 minus 6 ist plus 4. Tada-da-da! Ne? Eigentlich sind hier wirklich immer nur die Vorzeichen unterschiedlich. Ja? Wer hätte das gedacht? Jetzt habe ich gesagt, wir wollen ja auch noch die Grenzen eigentlich jetzt vorher bestimmen, bevor wir das Ganze dann hinterher ins Integral einsetzen. Und die Grenzen sind die Nullstellen der zusammengesetzten Funktion h von x. Das heißt, wir müssen hiervon jeweils die Nullstellen berechnen. So, dieses hier kann ich sofort in die PQ-Formel eintackern. Und wenn ich hiervon die Nullstellen bestimmen will, dann muss ich erstmal minus 1 rechnen, damit ich hier ein plus 1 vor dem x-Quadrat habe. Und dann habe ich tatsächlich das mal minus 1 dreht ja hier alle Vorzeichen um. Das heißt, ich rechne hier mal minus 1, dann steht da plötzlich 0 ist gleich x² minus 5x plus 4 und das ist exakt das gleiche, was hier drüben schon steht. Deswegen werde ich jetzt mal hier für die Nullstellen und die Grenzen, die sind nämlich natürlich für diese beiden Funktionen, die schneiden sich
an zwei Punkten. Es ist völlig egal, ob ich das von links oder von rechts oder von oben oder von unten betrachte. Die beiden Punkte bleiben gleich. So, hier PQ-Formel im Schnelldurchlauf. x1, 2 ist gleich 2,5 plus minus Wurzel aus 6,25 minus 4. Das ist das Quadrat. Das ist das Quadrat von dem. Und 6,25 minus 4 ist tatsächlich 2,25. Die Wurzel aus 2,25 ist 1,5, also ist x1 gleich 2,5 plus 1,5 ist gleich 4 und x2 ist 2,5 minus 1,5 ist gleich 1. An der Stelle hatte ich in dem ursprünglichen nicht reloaded Fläche zwischen Graphen Video einfach gesagt, die Nullstellen sind das und das. Aber das ist nicht ganz, hat nicht so ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. Gut, jetzt merken wir uns also, obere Grenze, nennen wir sie ruhig B, ist 4 und Untergrenze A ist 1. Jetzt wollen wir die Differenzfunktion, die wir hier immer noch stehen haben, die wollen wir ins Integral setzen mit den Grenzen, die wir gerade ausgerechnet haben. Und ich habe ja immer noch gesagt, dass diese beiden Funktionen hier gleichwertig funktionieren. Die ich jetzt hier freigewischt habe sozusagen. Also diese und diese hier, natürlich nicht 0 gleich, sondern jetzt werden wir das Integral von 1 bis 4 von diesen beiden Funktionen hier berechnen. Immer Klammern um einen Term, wo mehrere Terme zusammengefasst sind, denn das dx bezieht sich sowohl auf das x² als auf das x als auch auf die Zahl. So, jetzt haben wir hier nämlich den Punkt. Wir wollen eine eingeschlossene Fläche zwischen zwei Graphen haben. Das heißt, wir tackern hier, das sind jetzt keine Trennstriche, sondern das sind Betragsstriche. Denn wir haben einmal jetzt die Möglichkeit, so eine Fläche zu haben oder so eine Fläche zu haben. Das heißt, zwischen zwei Nullstellen befindet sich die eingeschlossene Fläche immer entweder oberhalb oder unterhalb der x-Achse und ergibt dann hinterher entweder ein positives oder einen negativen Wert für das Ergebnis des Integrals. Allerdings interessieren wir uns für eine Fläche und wenn wir uns jetzt vorstellen, nehmen wir, dass hier dieses Teil hier liegt halt südlich vom Äquator und dieses hier liegt nördlich vom Äquator, dann sind es beides trotzdem positive Flächen und deswegen werden die Betragsstriche gemacht, weil wir uns dabei nicht für das Vorzeichen interessieren, sondern tatsächlich eigentlich nur für die Zahl, weil wir vorher festlegen, das ist ja eine Fläche und auf einer negativen Fläche habe ich noch nie gestanden. Man könnte manchmal denken, dass so eine Eisscholle, die abschmilzt, irgendwie dann früher mal eine Eisscholle war und heutzutage irgendwie ist sie das nicht mehr. Aber so politisch wollen wir das Ganze jetzt hier auch noch nicht angehen. Ne? Aber mal einstreuen können wir das. Gut, jetzt geht's weiter. Wir wollen also hiervon jetzt die Stammfunktion bilden. Ich fange mal hier einfach an. Stammfunktion davon ist ja minus ein Drittel x hoch 3 plus 5 halbe x Quadrat minus 4x. Zack, zack, Grenzen ran, 1 und 4. Und Betragsstriche. Hier drüben, das hier ist jetzt kein Betragsstrich, ist das gleiche, nur dass unsere Stammfunktion ein Drittel x hoch 3 minus 5 halbe x Quadrat plus 4x lautet. Und die Grenzen sind natürlich trotzdem 1 und 4. Betragsstrich nicht vergessen. Jetzt wird im nächsten Schritt wird eingesetzt. Erst die 4, nämlich erst die obere Grenze und dann minus die untere Grenze. Das Ganze mache ich jetzt erstmal mit diesem Teil hier. Dann haben wir, wenn wir die 4 bei 1 Drittel x hoch 3 einsetzen, kommt daraus 21 1 Drittel. Minus, wenn ich das da einsetze, kommt 40 raus. Plus 16, wenn ich die 4 dort einsetze. Minus, Klammer auf. Wenn ich die 1 hier einsetze, kommt da ein Drittel raus. Wenn ich die 1 da einsetze, kommt da minus 5 halbe raus. Wenn ich die 1 da einsetze, kommt da plus 4 raus. Zack. Jetzt mache ich tatsächlich mal Schritt für Schritt, aber nicht vergessen. Das ist halt das Ding. Vielleicht hätte man sagen sollen, nicht immer dran denken, sondern nicht vergessen. Allerdings ist so eine negative Anweisung ja für ein Gehirn manchmal auch nicht so einfach zu verarbeiten. Jetzt kann man das, wenn man sich mit dem Taschenrechner nicht so sicher ist, diese Zahlen erstmal zusammenrechnen. Da kommt minus 2, 2 Drittel raus. Und hier drüben kommt in der Klammer ein 5 Sechstel raus. Das können wir dann wiederum neu in den Taschenrechner eingeben, damit wir uns sicher sind.
Und jetzt kommt hier tatsächlich minus 4,5 raus. Und ich bitte nochmal darauf zu achten, dass hier in meiner Aufzeichnung immer die Betragsstriche mit dabei waren, weil ich das ja jetzt hier immer in den Betragsstrichen verändert habe. Das heißt, die Betragsstriche werden bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten und dann sagt man, aha, hier kommt ja was Negatives raus, also sind das ganze 4,5 Flächeneinheiten. Dass die jetzt hier in diesem Fall unter der x-Achse sind, kann man sich vielleicht merken, irgendwie, dass wenn x Quadrat da ist, dann ist ja die Parabel nach oben geöffnet und dementsprechend ist es dann skizziert dieses Bild. Ja? Die ist nach oben geöffnet und der Scheitelpunkt ist halt unter der x-Achse, deswegen läuft das Ganze so. Jetzt wollen wir uns das Ganze hier mit nochmal angucken. Und auch hier setzen wir das natürlich ein. Die 4 hier eingesetzt ergibt das gleiche Ergebnis wie hier, nämlich 21 ein Drittel, allerdings mit einem negativen Vorzeichen. Das heißt, wir haben hier minus 21 ein Drittel plus 40, ne, 4 zum Quadrat sind 16 mal 2,5 ist nach meiner Berechnung jedenfalls 40 gewesen und ich habe das jetzt mehrfach durchgerechnet. Und 4 mal minus 4 ist minus 16. Minus und dann wieder die Klammern. Und dann kommt hier auch minus ein Drittel plus 5 halbe minus 4. Und wenn wir das ausrechnen, dann kommt hier auch tatsächlich, ja, plus oder minus. Plus 2 zwei Drittel raus. 2 zwei Drittel. Und hier drüben kommt jetzt insgesamt minus ein Fünf-Sechstel raus. Minus ein Fünf-Sechstel. Aber hier steht auch noch das Minus von dem Hauptsatz der Integralrechnung. Und hier habe ich jetzt tatsächlich auch schon wieder Anlass dazu, mit mir selber zu schimpfen, weil ich diese Betragsstriche nicht gemacht habe. Aber das ist natürlich auch der Sinn dieses Videos, darauf immer wieder einzugehen, dass man sagt, okay, diese Betragsstriche werden bis zur letzten oder zur vorletzten Zahl durchgehalten. Jetzt steht hier 2, 2 Drittel, minus minus ist ja plus. Ja? Das heißt, hier steht eigentlich jetzt tatsächlich der Betrag von plus 4,5. Und da können wir natürlich dann einfach so die Betragsstriche wegnehmen und sagen, auch das hier sind 4,5 Flächeneinheiten. Deswegen, weil das ja im Prinzip die gespiegelte Funktion hierzu ist, wenn ich das jetzt mal hier als Skizze nehmen soll, dann würde sich das Teil hier so ungefähr anpassen. Diese Fläche ist genauso groß wie diese. Wenn man hier irgendwas nicht lesen konnte, dann bitte den Vollbildmodus anschalten. Wenn es Lob oder Kritik gibt, freue ich mich auf Kommentare und ansonsten wünsche ich erstmal was. Ja.